Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Borderlands. Wir befinden uns hier immer noch im vierten und letzten DLC. Wir müssen das Wired Device aktivieren und zwar beim Ninja Claptrap oder was auch immer. Ja, ich werde hier wieder voll schwadroniert. Also der einzige Fleischhaufen ist woanders. Ich verkaufe mal ein paar Waffen, die werde ich sowieso nie wieder benutzen. Rocket Launcher, ja, weg damit. Ich habe nämlich noch extrem viele Granaten. Ich habe mich immer gefragt, warum ich keinen Platz mehr im Inventar habe. Dann fiel mir auf, jo, ich habe ja noch so Schilde und so ein Zeugs irgendwie rumfliegen. Das erklärt einiges. Hohe Kapazität, ja. Alter, wie viele Schilde habe ich denn hier bitte? So, jetzt ich ist alles weg. Keine Ahnung. Okay. Na, waren einige. Ich kaufe mir nochmal Munition. Ja, Raketen, okay. Tja, und dann durften wir auch schon bald mit dem DLC hier durch sein und auch mit dem kompletten Spiel. Ja, das war sehr, sehr dezent. Gott sei Dank. Wir haben schon unsere Gebete gesprochen während der Folgenpause. Ach, warte. Ich kann mir noch diese Speicher-Dingens-Upgrades holen. Vielleicht. Lohnt sich, glaube ich, nicht mehr so wirklich. Schon wieder, Alter. Ich werde wahnsinnig. General Nox Trap schon wieder. Aha. Was? Könntest schon du mal wieder kämpfen? Ja, ich bin hier noch irgendwo. Merke ich schon. Mach hinne. Ja, ich habe hier gerade noch meine Gegenstände verkauft und angekauft. Gegen den habe ich nämlich keine wirkungsvolle Waffe. Tja. Ja, dann gucken wir mal. Guns, Ammo und Candy. Bist du da reingegangen? Gibt ja wohl nichts anderes, wa? Jack, wolltest du Süßigkeiten? Ja, wie immer. Schon wieder? Sag mal. Aber ich habe doch schon meine Süßigkeiten immer dabei. Ja, ich, ja. Wie oft sollen wir denn noch gegen den kämpfen, bitte? So. Ja, habe ich mich gerade, wie gesagt, auch schon gefragt. Und wieso stehen hier Pappkameraden von den anderen Robotern? Ich habe... Alter, hier stehen Pappschilder, die kannst du umschießen. Echt? Die fallen um. Okay. Ist mir zu blöd. Naja. Ich habe einfach mal was aktiviert. Ach du Heilige. Okay. Weiß noch nicht, ob das uns schadet oder ihm, aber egal. Es sieht gut aus. Ah, hier kommt schon wieder so Claptrap-Pisschen. Och nee. Oh. Oh, ey, Alter, das sind Selbstmörder. Alter, was hat dich denn jetzt in die Luft gejagt? Was war das? Moment. Was haben wir in die Luft gejagt? Moment. Schieß bloß weiter. Heilige nochmal. Wow. Ich wurde gerade weggekickt. Die Gesundheitsdinger, die von dem wegfliegen, die ziehen dir Leben ab und fliegen ihm wieder welches hinzu. Ah. Gut zu wissen. Aber das ist schon beim ersten Mal, seitdem wir den getroffen haben, so. Ja, dann gut zu wissen. Wir kriegen jetzt nochmal alle Gegner vorgesetzt, die wir hier irgendwie besiegt haben in der Form jetzt. Das kann ich mir gut vorstellen, leider. So, dieses repetitive Copy-and-Paste-Verfahren. Ja, sehr repetitiv und redundant, das stimmt wohl. Clap, trap, clap, trap. Können wir nochmal die Fallen aktivieren irgendwie? Die bringen aber nicht so viel, leider. Schade. Er bleibt nämlich genau da davor stehen und wartet, bis sie ausgehen. Hast du hier das Publikum schon gesehen? Da oben, die ganzen Claptraps? Ja. Die paar kleinen. Alter, geht der mir auf den Nerv. Wo bist okay. Du? Das kam unerwartet. Ja, ich sag ja, der zieht dein Leben ab. Ja. Alter, was war das? Hier ist was explodiert, ich war tot. Ich schlag in Deckung. Ich lag verdammt nochmal in Deckung. Ich glaube, das war's dann. Wozu ist der kleine Claptrap-Pisser, den ich gerade gesehen habe? Moment. Nein, verdammt, ich krieg dich nicht mehr, tut mir leid. Langsam, aber sicher. Na toll.
Oh, Gottes Willen. Er hält einiges aus. Ins Gesicht, mein Freund, ins Gesicht. Oh ja, oh ja. Ah, in his fucking face. Mein Gott, kann er nachher endlich mal sterben und wieder die Sonne sehen? Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Ah ne, das ist die Eisenbahn. Tut, 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 die Eisenbahn. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich feuer dem hier gerade sehr viele kritische Treffer entgegen. Ja, ach nö. Komm. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Oh yeah. Oh yeah. Nächster Level. Oh, das ist interessant. Dann stirb doch endlich. Schön. Hier, das war ja was. Granate. Aha. Yay, Open Source. Ah. Da bin ich dafür. Das unterstütze ich. Und nun? Weiter zum nächsten Gegner. Yay. Hui, 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 hui. Na gut, dann machen wir mal. Was ist denn da hinten los, Jack? Was ist wohl los? Seht ihr mal den Horizont an. Vulkan. Pappvulkan. Ah, okay. Typisch. So kennt man sie. Hallo, das sind hier auch alles Pappgegner. Kannst du umschießen. Find Spa! Hey, da hinten ist ein Spa. Ja, ab in und so die grüne Grütze. So. No evil... Warte. No evil boss here. Hast du gesehen, Jack? Da müssen wir nicht lang. Da ist keiner. Ah. Jack, kannst du nicht lesen? Wo? Wo bitte? Hier da geht steht... Durch Spalt nach unten und ich glaube, darunter zu springen ist nicht gesund. Doch, doch. Na. Toter Nettrap! Guck mal sag hier. Sag doch, der müsste jetzt so aussehen. Ja, ich sag dir doch, ne, es gibt einmal Net und einmal hier Set. Nee, das ist Net. Ja, sag das ich doch. Aber der Tote Net. Ja, sag ich doch. Der hat sich ja verwandelt. Der Zombie. Das sind Zwillinge, Jack. Eindeutig. Nein. Net ist Net. Raub mir nicht die Illusion. Wir haben Net ja getötet und nachdem wir Net getötet haben, wurde er zum Zombie. Ja, das weiß ich. Das war das erste DLC. Ja. Also nicht Set. Es sind trotzdem Zwillinge. Ja, Net und Set sind Zwillinge. Aber nicht das Monster. Das merkt man am Schnauzbart. Aua. Hoho, hoho. Er dreht sich sehr schnell. Das sah komisch aus. Okay, der buggt bei mir gerade rum, hat keinen Unterkörper mehr. Ja, bei mir auch, bei mir auch. Du kannst mich gerne retten, bitte. Ich bin hier drüben. Weißt du, wo du bist? Außer links, links. Kommt der auf uns zu. Nee, schaffe ich nicht mehr. Wow, wärst du direkt nach links gegangen, hätte es vielleicht geklappt. Oh, das war nochmal knapp. Dankeschön. Was feiert der hier eigentlich gerade? Ich glaube, der sollte gerade eigentlich unter Wasser sein und war irgendwie über Wasser. Quicks Game. So. Tote. Aber ihn mag ich. Ich mag ja den Net. Ja, die Idee ist gut, aber die Umsetzung ist mäßig. Das weckt gute Erinnerungen an schöne Zeiten. Naja. Yeah. Haha. Hast du gehört? Wir werden nur etwas gefoltert. Nee, nur etwas öffentlich gefoltert. Ja, gefoltert hallo? Sowieso, nur nicht öffentlich. Das würde ich annehmen. Sind wir hier bei gewissen terroristischen Organisationen oder was? Hoho, ja, alle Akbar, ne? Schön. Hier, Schießstand. Klappen auf, wenn wir vorbeigehen. Aber nur auf die Bösen, die grünen Monster sind unsere Freunde. Oh ja, der Frankenstein. Frankensteins Monster, besser gesagt.
Die hätten wir auch. Moment, Moment, da ist auch einer. Cool. Okay. Siehst du das? Okay, this time we are serious, no boss here. Es kann nur die Steel wieder sein. Ja. Okay. Achso, ja. Ich kaufe mir nochmal etwas Munition. Sniper Rifle. SMG. Ich höre schon wieder Claptraps. Now we're serious here, no bosses. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Raketen kann ich mir auch noch kaufen. Dauert überhaupt nicht lange, sich hier die Sachen immer zu kaufen. Hier rein. Wow. Egal. Speicherpunkt. Ich habe eine Waffenkiste drin, aber ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommen soll. Achso, wir haben garantiert zwei Pappkameraden. Ach du. Oh. Huh. Tja, da habe ich für eine Sekunde gedacht, wir müssen nochmal gegen den Boss-Gegner kämpfen von Borderlands. Nee. Der ist nicht fertig geworden, rechtzeitig. Ja. Die hält einiges aus. Ah, einiges ist gut. Ich finde, die hält sich noch in Grenzen. Die ist allerdings ziemlich zügig. Oh ja, oh ja. Die hat einfach so ein bisschen Speed genommen. Ein bisschen ist gut, Jack. Ein bisschen. Hallo? Ich mach normalerweise nicht solche Spastiken. Nicht? Nee. Das mach ich jeden Morgen. Morgensport. Da wäre ich aber startklar für den Tag. So, wieder hier durchs Bauchloch. Ich stehe unter Beschuss. Ach, na komm schon. Komm schon, komm schon. Wackelt sie wieder davon. Wow, mit zwei Schlägen. Aha. Ach, herrje. Okay, wieso? Ich konnte mir gar keinen Schaden machen, weil ich Dauerfeuer auf sie gemacht habe. Ja, mich hat sie auch mit gebraten. Drei Schlingen erledigt. Grandios. Jetzt noch? Guck mal hier, der Führer. Gegen den selber kämpfen und in den Stecker reinstecken oder was kommt jetzt? Gute Frage. Hier geht's weiter. Naja. Warte, hier gibt's erstmal Automaten und eine Kiste und. Oh ja. Na, scheiße. Also, ich warte auf dich. Arid Badlands. Aha. Hm, gucken wir mal. Go, 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 go. Check LP. Oh. Alter, wenn ich auf das Ding schieße, fliegen meine Kugeln weg. Das ist auch mal interessant von dem Blitzding. Arid Badlands. Ich glaube, das Gebiet... Guck mal, die Kugeln fliegen weg, meine Kugeln fliegen alle weg. Wow. Immer ruhig bleiben, Jack. Mensch, kommt dir das nicht bekannt vor, Jack? Oh, der Anfang. Ach, da damals war noch alles schön und gut. Na super. Und wen haben wir hier? Hallo, meine Freunde. Hyperion hat mich gebeten, euch zu noch größeren, besseren Planeten zu transportieren. Sobald ihr diesen kleinen Scheißer erledigt habt. Aufregende neue Welten wie Eden 6. Also, einmal auf Eden 6. War klar. Ihr Schweine! Ihr habt Markus getötet.
Wenn Sie mehr als einen Schuss brauchten, haben Sie keine Jacobs benutzt. Ja, gut. Die haben dreimal geschossen. Ich bin nicht programmiert für direkte Kämpfe. Ich bin auch nicht drauf programmiert, dauernd Gänsefüßchen in die Luft zu zeichnen. Aber offenbar bin ich fertig mit meiner Programmierung, meiner Versklavung und meiner Geduld mit deinesgleichen. Mach dich gefasst auf den Mega Interplanetary Ninja Assassin. Bitte was? Mega Interplanetary Ninja Assassin Claptrap. Soll ich was sagen? Sieht scheiße aus. Für uns. Was zum Teufel? Die Frage ist, wie wir das Ding ausschalten können. Ich weiß ja gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Aber schön, dass wir wieder am Anfangsgebiet gelandet sind. Ist ein Auge, hinten ist ein Auge. Ins Auge schießen. Okay. Wenn sich gerade vom Schutzschild geschützt wird. Okay. Ach nee. Hä? Ich bin sofort gestorben. Ja, schön. Ich auch, was gar keinen Sinn machte. Na doch schon. Bei mir nicht Sinn. So viel. Ist mir egal. Warte, das eine Geschütz kriege ich noch weg. Was? Wie? Ich hatte das eine Geschütz hier zerstört und ich bin schon wieder gestorben. Also, down. Achso, du liegst vor mir. Ich dachte, das wäre ein Claptrap. Schön. Können wir uns gegenseitig wiederbeleben? Nee. Ich bin weg. Ja, ich bin hier noch, aber nicht mehr lange. Ah, Alter. Guck mal auf den Balken. Das war schön. Das ist gerade verdammt laut bei mir übrigens. Ja, und minimal nervig. Aber ich mag Alter, den Gegner. Bei mir explodiert schon wieder alles. Och nee, der Schild ist schon wieder an. Komm, jetzt bleib stehen, jetzt bleib stehen. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt, ja, so, nein. Na gut, so vielleicht auch noch. Einfach auf das Minak-Auge vor. Ich bin sofort wieder gestorben. Egal. Hier kann ich wenigstens ein paar direkte Treffer hinlegen. Solange sein Schild nicht aktiv ist. Oh Mann. Alter, ich war wieder 2 Meter daneben und ich wurde wieder überfahren, angeblich. Und tschüss, du schöne Welt. Und tschüss, du hässliches Claptrap-Vieh, was auch immer du sein darstellen sollst. Erinnert mich ein bisschen an diese komischen Gefährte aus Star Wars. Echt? Und der Sound hat ein bisschen was vom Mass Effect gerade. Ich bin schon wieder fast tot. Das Ding auch, Mann. Endlich. Gatling-Geschütz. Wenn der mal stehen bleiben könnte. Ja. Oh ja, sehr schön. Schon wieder. Schön. Alter, was machst denn du? Ja, was machst du? Draufschießen aufs Auge. Ach, herrje. Und nicht stehen bleiben, sondern einfach laufen, dann trifft mich das Vieh nicht. Natürlich. Einfach wie so ein Counter-Strike-Spieler immer von rechts nach links laufen. Ich würde ja gerne hier mal die Geschütze ausschalten. Die brauchen wir nicht, schieß das Auge. Ja, aber solange das Auge geschützt ist, geht das schlecht. Na und? Doch, geht. Dann kriegt er nur ein bisschen weniger Schaden.
Oh oh. Ah, so, jetzt komm hier auf den kleinen Pisser. Er ist gedacht, er will jetzt voll auf nett machen und so nach dem Motto, komm, Alter, wir können doch nochmal reden, Freund. Was war denn das? Das war gerade verdammt laut bei mir. Ja, irgendwas explodierte. Aua. Bleib doch mal stehen und renn ich weg, dann kann ich auch mal schießen. Was? Erledigt, würde ich sagen. Merto, La, Robo. Irgendwas. Es ist vorbei. Tja, Jack, ich würde sagen, damit hätten wir anscheinend. Das. Ja, ich glaube, wir haben das vierte DLC abgeschlossen. Die. Okay. Wie oft wollen wir ihn jetzt noch töten? Können wir jetzt nochmal den töten? Einfach nur so aus Spaß? Ich weiß nicht. Er ist am Breakdancen. Ich meine, erklärt jetzt, warum er so verrückt ist, so oft wir den Schaltkreis durchgebraten haben. Auf den Teil, wo ich von der verrückten Schlampe versetzt wurde. Das habe ich erfunden, damit die Ladies bleiben. Aha, Jack. Ja, so schließt sich der Kreis, würde ich mal behaupten. Wow. Na, so. Clip-Trip. Ja, dann liefern wir mal ab. Mensch. Da lang bin ich schlau. Okay. Hier müsste irgendwo der generelle Schnellreisepunkt sein. Was ein Kampf. Weiß nur nicht gerade, wo der sein soll, aber irgendwo müsste hier einer sein. Ansonsten müsste. Ansonsten würde es machen, geradeaus zu gehen. Mal da vorne. Tja, und wer sich noch erinnert, hier waren wir am Anfang des Let's Plays. Ja. Und ich bin mir nicht sicher. Ist tatsächlich ein Weg von beiden Seiten. Ah. Okay. Also, ach so, wir sollen jetzt auf der anderen Seite durchs Tor gehen. Tja, ansonsten würde ich sagen, wir liefern noch das. Ja, und ja, dann die Mission ab. Mal Ende. Und danach so, war es das mit Let's Play Together Borderlands. Es war eine sehr durchwachsene Reise, möchte ich behaupten. Also mein Resümee ist auf jeden Fall die Hauptgeschichte und das erste DLC, die haben wirklich Spaß gemacht. Auch wenn ich generell alles sehr verwirrend finde immer. Und zweiten DLC war dann leider die Luft raus. Das dritte und vierte, die waren jetzt eigentlich doch nochmal ganz witzig. Haben durchaus Spaß gemacht, aber ganz ehrlich Leute, da war jetzt doch irgendwie die Luft raus, weil wir uns immer und immer wieder... So, wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch mal kurz abgeben. Ach, haben wir noch gar nicht. Machen wir garantiert nicht mehr. Ja, ich glaube auch nicht. Aber ja, wie gesagt, das zweite DLC, sorry, aber das ging echt nicht klar. Ja, das war einfach nur, weißt du, das war einfach so Qual. Es war einfach nur noch repetitiv also und... Kerzenwachs gibt und du hast die Wahl, den heißen Kerzenwachs über den Rücken zu kippen oder DLC zu spielen. Ich würde den Kerzenwachs nehmen. Ja. Und man kann nur angenehmer sein, also ganz ehrlich. Einfach, um es ausprobiert zu haben. Nee, das ist einfach weiße... Ah, hey. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Wer das komplett durchspielt, komplett mit allem. Oh, hier, warte mal. Mach mal ein Foto. Wow, das sieht man total gut. Ich kann hier auch. Hyperion Corporation welcomes you to Tartarus Station. Sieht man mich? Hallo? Ja, und die Waffe, die da irgendwo rausguckt. Oh, Jack, nee, ich verstehe schon. Das sah jetzt falsch aus. Sie guckte nämlich genau in einer gewissen Stelle hier gerade raus, Kollege. Ja, da guckt meine Waffe raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Mal, pass auf, das Video wird nachher noch gesperrt. Oh ja. So. YouTube hier. Wie kam ich darauf? Nein. Kommen die Regeln? Bereit fürs letzte Level? Kann ich mal. Okay. So. Oh wow, wir erhalten ein Speicherdeck-Upgrade. Oh mein Gott. Wow.
Hier der Schlüssel zum Hyperion Geschenkeshop. Sie finden Ihre Bezahlung dort. Wo können wir das machen? Warte, das müsste doch in der Nähe sein, wenn wir schon mal hier sind. Wollen wir das machen? Gut. Ja, aber nochmal, um auf unser Resümee zurückzukommen. Nach dem zweiten DLC war da einfach die Luft draußen, aber wir haben es jetzt endlich abgeschlossen. Borderlands, die Hauptgeschichte mit den vier DLCs. Ja, irgendwie fühlt man sich doch erleichtert. Man fühlt sich, soll ich da mal zu was zu sagen? Auf der Toilette fühlt man sich auch erleichtert. Ja, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Also, ne? So. Wo ist man denn nun lang? Ich hab keine Aber Angst, glaube hier hoch. Die Reise ist noch nicht vorbei, denn es wartet ja noch Borderlands 2 und Teil, oh mein Gott. Und Konsorten und, auf uns. Und solange wie wir brauchen, dann auch wahrscheinlich direkt im Anschluss der dritte. Ja, und den Pre-Sequel nicht vergessen. Ja, ja. Oder der Prequel. Vielleicht kommt ja noch eins. Okay, ich bin jetzt hier irgendwo, ich habe keine Ahnung, wo zur Hölle dieser scheiß Shop sein soll. Warte, ich guck mal kurz auf die Karte. Ja, bitte, ich hänge übrigens fest. Hallo. Okay, ja, der ist irgendwie an diesem Automaten oder da drunter. Ich habe keine Ahnung. Jack, ich hänge hier fest. Kannst du bitte mal gerade das Gebiet wechseln? Ah, nee, geht schon wieder. Nein. Okay, Glück gehabt. Wo müssen wir hin? Also angeblich ist... Ach, warte, hier. Aha. Na, Mensch, Sachen gibt's. Ja, aber wie dem auch sei, wir haben noch eine... Ein paar Reisen haben wir noch vor uns. Ich meine, wie gesagt, Borderlands 2. Vielleicht. Und dann noch die DLCs und sonstiges, also aus den folgenden Teilen noch. Und Konsorten, wir werden sehen. Auf jeden Fall bedanken wir uns vielmals fürs Zusehen. Das war Let's Play Together Borderlands inklusive der ganzen DLCs. Was ist das hier? Achso, okay, gut. Das können wir auch noch abliefern. Dann machen wir das gerade mal. Abliefern! Hallo, bist du mal hier unten in den Raum reingekommen? Nö. Lohnt sich. Warte. Kammerschlüssel. Sag mal, haben wir den immer noch nicht abgeliefert? Wollen wir das noch ganz schnell machen für die letzte Episode? Ja, aber komm mal unauffällig hier gerade runter. Ja, ist doch dezent. Ist doch sehr dezent hier. Alter. Also da war die... Krank. Da war das Waffenlager von General Knox aber echt... Ein Furz gegen. Na gut, nicht unbedingt. Also es war, glaube ich, mehr insgesamt, aber... Ja, trotzdem. Es ist ordentlich. Und es sind teilweise tatsächlich interessante Waffen dabei auch. Dezent. Okay. Oh ja, das ist großartig. Das habe ich noch nie gesehen. Soldatschilde. Okay, aber im Ernst jetzt wo... Sie immer mit zu den Augen durch die Gegend. Ja, wir können den Kammerschlüssel, wie gesagt, vielleicht noch abgeben. Ansonsten wirst du... Dann machen wir das mal schnell. Okay, für die letzte Episode... Frage ist halt nur, wo? Also erstmal müssen wir einen Schnellreisepunkt finden. Also hier irgendwo am Anfang. Erstmal was verkaufen, sonst kann ich eh nichts mehr machen. Ja, ist doch völlig egal. Wir wollen doch nur den Schlüssel abliefern. Ja, egal. Ja, sag ich doch. Egal. Wo war denn der Anfang? Ja, danke. Oh, schöne Satellitenschüssel. Pass auf, dann kriegen wir schon Lizenzprobleme deswegen jetzt. Oh ja. Das Content-ID-System. Aha, ich meine Schuld. Wo war denn hier der Anfang? Ach, das weit, war... Weit weg. Also, ich hoffe, hier gibt es eine schnellere Möglichkeit, als zum Anfang zu kommen. Ja, wir brauchen ja einen Schnellreisepunkt. Das Problem ist, sind nicht alle Schnellreisepunkte, sondern manche sind halt nur gebietsbegrenzt und manche halt dann übergreifend. Ja. Wo laufe ich denn gerade hin? Übergang. Gute Frage. Wahrscheinlich die falsche Richtung. Nein, das ist die richtige. Echt? Sind wir richtig? Ja, du Mongo. Was ist denn los mit dir? Warum? Weißt du, ich stolziere nur hier entlang. In die falsche Richtung. Ich bin in die richtige Richtung gelaufen. Oh. Und dann wieder zurück. Ich habe auf dich gewartet. Ja, das sagen sie alle. Und dann wirst du gleich wieder politisch inkorrekt. Ah, wo ist ein Mongo politisch inkorrekt? Ach, Herr Jemene. Wär mir neu. Also, ich will jetzt das Gebiet verlassen. Tschüss, Jack. Das Spiel verlassen, verdammt. Ja, dann find den Schnellreisepunkt. Na, ich hab ihn gefunden, du auch? Nee, dann mach doch mal. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Ich hab keine Ahnung. Moment. Hier, cool. Kammerschlüssel Tannis. Patricia Tannis. Ist sie nicht hier? In welchem Gebiet?
Tja, Belohnung, Schwierigkeit. Warte hier. Ja, Patricia Tannis. Kammerschlüssel für Tannis. Ja, du kannst ja nochmal in das hier Anfangsgebiet wechseln und dann können wir von da aus. Dass wir da hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Ach ja, die Arid Badlands. Aber ich muss sagen, das war schön, dass wir am Ende wieder beim allerletzten Bosskampf quasi wieder am Anfang gelandet sind. So, wo ist die Alte? Nicht hier. Wir müssen in... Sag mal, kann man hier nicht einsehen, in welches Gebiet man muss? Nein, nicht wirklich, das ist total bescheuert. Ich sag ja, das ist... Ja, und nun? Ich kann... Das ist super, ich kann auf dieser Karte... Ach, so kann ich die Karte hin und her schieben. Ich habe eine Vermutung, welches Gebiet das ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar? Ich kenne den Namen nicht, warte, ich muss mal ganz kurz durchgucken. Ja, mach mal. Also, wir haben ja schon unser Resümee hier abgegeben. An ein paar Stellen haben wir uns gerechterweise moniert über das Spiel, muss man sagen. Also immer gerechterweise, weißt du, wir sagen es immer gerecht. Ja, so gut wie immer. Korrekt, abgewogen, ausgeglichen und spielbezogen, so. In der Tat. Absolut. Wir sind immer noch nicht richtig, das weiß ich, aber von hier aus können wir in das Gebiet, in dem wir richtig sind. Wenn du das sagst, dann folge ich dir, mein Herr. Ich meine, wir müssen halt immer noch ein bisschen fahren, aber das ist das Stück, was wir, glaube ich, immer fahren mussten. Das kann sein. Gut. Auf los, geht's los. Nein, ich komme nicht los. Wir liefern noch schnell den Schlüssel ab. Och, nee. Sagte er, während er wieder nur rumsaß. Scooter lässt dir ausrichten. Hast du gerade über mich gesprochen? Oh, nö. Nein. Tut mir garantiert nicht. Okay, Rust Commons West. Grüne Spuckers-Gags sind vollkommen immun gegen Säureschaden. Halleluja. Diese Information hat mir noch gefehlt. Ehrlich, also hätte ich das jetzt nicht gewusst, Mensch, dann hätte ich mal vorm Spiel wissen sollen, dann hätte ich es nicht gespielt. Ich glaube, wir brauchen noch etwas. Können wir jetzt hier auch die Raketen, können wir jetzt auch hier die Tanks holen? Nee, super, schade. So wow. Schön. Bloß weg hier. Beeilung, Beeilung, überfahr sie. Guck mal ganz kurz auf die Karte, aber ich meine, wir sind hier richtig diesmal. Ja, sind wir. Oder? Doch. Ja, wir müssen schon noch einen, ja, egal. Ja, wir müssen fahren, aber links, wir müssen kein Gebiet mehr wechseln. Links, links, ja. Sicher? Ah ja, kann sein, ja. Egal. Dann fahren wir mal weiter. Gut, dass wir jetzt den Schlüssel abliefern. Wer sich noch erinnert, wir sind nach dem finalen Bosskampf damals direkt in das erste DLC gewechselt. Muss keiner wissen. Ja. Wir sind eben echte Profis. Experten auf unserem Gebiet. Ich glaube... Perfekt, Jack. Ja, wie immer. Perfekt. Alter, ich kann jetzt so, jetzt hier. Formidabel. Ja, wie immer gut eingeparkt. Ja, hallo, so kennt man das doch von dir. Wir müssen im Kreis laufen. Echt? Ja. Oh, nee. Okay, Level 21, die sollten nun wirklich kein Problem für uns darstellen, aber da wir ignorieren die einfach mal gekonnt. Ja, korrekt. Boah. In der Zwischenzeit hole ich mal ein paar Wax vom Himmel. Naja, die holst du vom Himmel. Mal wieder Feuer. Okay. Oh, hier, komm, hier, nimm. Oh, Gott sei Dank. Was? Danke für Rechnung. Den Schlüssel. Diese Summe sollte deine Anstrengung wert sein und wird dir helfen, über die Sache Stillschweigen zu bewahren. Der Schlüssel wird weiter 200 Jahre seinen Zweck nicht erfüllen, aber ich werde trotzdem dafür sorgen, dass er nicht in die falschen Hände gerät. Ach, 200 Jahre lang? Mensch, die lebt ja. Natürlich. In der Zwischenzeit werde ich meine Nachforschung fortsetzen. Ich glaube, wir können von den Erdianern mehr lernen als etwa über Waffenkunst und Raumschiffe. Ja, das sagen sie alle. So, hier. Rechnung über Waffenlieferung. Ja, können wir die ignorieren? Oder ja, ich glaube, was hat es damit auf sich? Ich glaube, das können wir durchaus ignorieren. Okay. Ich würde sagen, damit sind wir endlich durch, auch offiziell in diesem Spiel. Ja, die Hauptgeschichte haben wir abgeschlossen, die DLCs haben wir abgeschlossen und das war es dann mit Let's Play Together Borderlands. Danke an Jack,
dass er es mit mir durchgestanden hat. Das war nämlich eine sehr interessante Erfahrung. Ja, danke an dich selber, ne? Und genau. ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in einem anderen LPT, beziehungsweise in Borderlands 2, was dann vielleicht demnächst über die heimischen Bildschirme flimmern wird. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann das letzte Mal noch für dieses Let's Play. Ein herzliches Tschüssi. Ciao.